So, und weiter geht's mit einer Runde auf Dragon Crusade. Jetzt haben wir erstmal noch diesen Buff hier, diesen Top-Buff. Ich weiß gerade auch gar nicht, was ich damit machen soll. Ich bin gerade echt im Überlegen die ganze Zeit schon, was farme ich, was könnte ich farmen, was sollte ich farmen. Ja, es ist echt eine schwierige Sache, irgendwie eine schwierige Frage. Jetzt buffen wir das erstmal schnell. So, einmal, zweimal. Dann mal noch das Ganze hier. Ja, Level macht, glaube ich, gerade relativ wenig Sinn. Läuft auch sonst, glaube ich, momentan nichts wirklich. Oder ja, läuft schon was, aber halt. Naja, so mittelmäßiges Zeug. Okay, jetzt lass mal kurz überlegen. Wir könnten den Schmuck uppen. Wir könnten. Die Cane's Mini macht keinen Sinn. Was farmen wir denn? Verdammte Scheiße. Wir können halt einfach. Ah, ich bräuchte Level 40. Da habe ich einfach zu viel gepennt. Ich habe viel zu viel gepennt diese Season, Mann. Aber so ist es eben, ich komme einfach zu nicht so viel, wie ich gerne will oder wollen würde. Wir haben dieses Ding ja eh nur eine Folge, glaube ich, gefarmt. Oh Gott, wir kriegen ein bisschen viel Schaden vielleicht, so minimal. Einmal, zweimal, dreimal. Das Ding haben wir nicht an, das Ding haben wir auch nicht an. Das Ding haben wir auch nicht an. Holy shit. Okay, Fly for Fun haben wir an. Das können wir noch anmachen. Das können wir noch anmachen. Okay, jetzt aber, oder? Das ist 600k Damage. 600k. Boah, ist das krass. Ah ja, wir können unseren den wichtigsten Dungeon aller Zeiten farmen. Und zwar diesen einen. Na, wie heißt er denn? Verdammt, mir fällt es gerade nicht ein. Dieser Holy Dragon Dungeon. Der ist noch ganz wichtig. Genau. Ja gut, ich meine, wir kommen irgendwie echt gut voran da, muss ich sagen. Aber die AOEs reichen wieder nicht ganz. Oder? Ernsthaft? 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Warte mal. Ich glaube, der castet manchmal einfach nur nicht durch. Ich glaube, das ist es. Ein anderes Problem, glaube ich, gibt es gar nicht. Naja, ich habe auch gestern wieder hier diesen Dungeon gefarmt, offscreen. Und ich habe, glaube ich, irgendwie 700 Moonstone so gedroppt. Ich weiß es echt nicht. Also ich meine, damals gab es so eine Moonstone, und also vor allem eine Moonstone-Shortage. Und habe ich mich verlaufen? Nee, oder? Und jetzt haben wir halt einfach im Prinzip viel zu viel von dem Stuff. Also ich könnte halt, weiß ich nicht. Ich hab's zum Säuefüttern einfach mittlerweile. Das ist halt wirklich übel. Ich weiß nicht, irgendwie so das Balancing hier ist ganz, ganz fraglich. Ich habe, wie gesagt, Madani drauf angesprochen und er meinte halt einfach so, ja, es ist halt, es gehört so, es soll so. Ist kein Bug. Ich dachte mir also, wow, holy shit. So, wenn man halt hier einfach so viele. Also das Ding ist halt, man muss ja auch dazu sagen, wenn halt ein Spieler was reportet, weil er denkt, dass es halt ein Bug ist, aber es ist einfach nur so gebalanced. Ich weiß nicht. Ist irgendwie auch schon ein bisschen ein Zeichen, dass er dann irgendwie ein bisschen was nicht so gut läuft, nicht so gut gebalanced ist oder so. Oder? Sehe nur ich das so? Ich bin halt schon der Meinung, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, wollten ihr noch eine HP-Kette, von dem her, why not? Falls wir eine PvE-Kette droppen, easy money. Jo. Genau. Also ich muss sagen, es ist echt krass. Ich habe ja, also, wer vielleicht so ein bisschen meinen Lebensweg kennt, der weiß, ich habe ja damals in der Schule nie wirklich aufgepasst. Ich habe nie gelernt, nie aufgepasst. Also später habe ich schon mal versucht zu lernen, aber bin halt irgendwie ein bisschen dran gescheitert. Auf jeden Fall, ich habe nie gelernt. Und so viel bin ich jetzt freiwillig vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren ungefähr lernen. Das ist echt krass. Ziemlich genau 2 Jahre sogar, merke ich gerade, ja genau. Ich habe, glaube ich, letzten Sommer, das glaube ich war im August. Naja, im August habe ich erstmal so die Absicht bekundigt, so ja,
okay. Ich will Java lernen und so. Das war mehr so eine Absichtsbekundung da. Ich habe schon mal so ein bisschen angefangen auf YouTube und so, war ganz witzig, aber so wirklich durchgestartet bin ich dann, glaube ich, so im September ungefähr. Und da habe ich wirklich ziemlich viel gelernt. Und dann eben später eben jetzt auch ja, in Richtung Unreal, C++. Und ich meine natürlich, man lernt nicht nur irgendwie so ein Lehrmaterial durch und ist dann irgendwie krasse Programmierer oder so, sondern das ist halt ein Prozess. Und der geht halt nicht 3 Monate, der geht halt Jahre. Im Prinzip ändert er sogar nie. Also er ändert nie. Und na, jetzt lerne ich eben Unreal und C++ und holy shit, das ist nochmal was ganz anderes. Also vor allem lernt man eben auch dann Good Practice. Also Good Practice in Bezug eben auf Code. Und ich kann sagen, ich habe noch nie so viel beim Leben gelernt wie momentan. Und ich muss trotzdem sagen, es macht sogar, ich will nicht sagen, es macht Spaß, aber es ist nicht kacke. Es ist halt echt nicht kacke. Und deswegen, ja, also, es ist schon ganz witzig eigentlich. Es ist also, wenn man lernt und weiß, okay, man kann etwas anfangen, man wird das brauchen und so, dann macht es schon Spaß irgendwie. Ich überlege gerade echt, ob ich nochmal eine Stunde leveln gehe hier. Ich meine, anbieten würde ich es eigentlich, oder? 49 Minuten. Nichts gedroppt. Wir machen auf alle Fälle noch schnell hier diesen anderen Dungeon. Ich glaube, ich gehe echt eine Stunde leveln. Ich fahre mir eigentlich eh nur aus dem Spaß und der Freude effektiv. So, mal schnell ein paar tausend Munzi farmen. Ja, ich mache wieder ein bisschen weniger Damage. Ach, by the way, war der eigentlich nicht? Letztens Level 93. Und jetzt ist er wieder 150. Bin ich irgendwie da, weiß ich nicht. Habe ich irgendwas verpasst oder so? Ich kann schwören, der war halt irgendwie nicht so hoch, aber jetzt ist er irgendwie so hoch, deswegen. Keine Ahnung, vielleicht bin ich echt nur verpeilt oder so, ich weiß es nicht genau. So. Half-Life schon? Ja, geht eigentlich ganz gut. Es geht eigentlich echt ganz gut voran. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie so in Aktien und so investiert seid, um hier gerade noch irgendein Thema aufzugreifen, damit hier keine Stille herrscht. Wobei, warte mal, wir haben hier aktuell, also heute ist der 1. August. Wenn das Video online geht, weiß der Geier, wann das Video online geht. Ende August wahrscheinlich. Vielleicht sogar später, keine Ahnung. Ach lol, ich bin Buffy, krass. Krass. Vielleicht ist es sogar ganz interessant. Moonstones. Okay, dieses Mal waren es noch 100 Moonstones. Nur in Anführungsstrichen 100 Moonstones. Auf alle Fälle heute, 1. August. Beziehungsweise mittlerweile sogar 2. August schon. Sind eben die Börsen richtig krass gecrashed. Und was heißt heute eigentlich die ganze, eigentlich schon seit 1,5 Wochen crasht die Börse. Oder alle Börsen crashen halt ziemlich krass. Ich bin echt am Überlegen so, ob ich alles verkaufen soll. Und ja, ich weiß es nicht. Es ist echt eine schwierige Sache irgendwie. Ich weiß es nicht. Also momentan sieht es echt so schlecht aus. Ich muss auch sagen, also nicht nur, ich meine, Deutschland ist natürlich sowieso komplett am Abstürzen. Jetzt in jeder Hinsicht. Aber auch in anderer Hinsicht, ich meine auch weltweit, Frankreich ist krass am Abstürzen, auch Japan zum Beispiel, USA auch. Ja, es fühlt sich irgendwie so an nach einer weltweiten Stagflation irgendwie. Und ich weiß nicht, erklären, was eine Stagflation ist, könnt ihr nachlesen. Im Prinzip die aktuelle Situation in Deutschland ist eine Stagflation. Es ist eine Mischung aus Stagnation und Inflation. Wobei es halt eben nicht nur die beiden Sachen sind, sondern eben sehr viel mehr Arbeitslosigkeit und so weiter und so weiter. Nicht gedroppt, oder? Doch, Moons mal wieder. 300, ja, gut. Ganz kurz mal schnell weiter, schon mal zum Fireland.
raus. 180 Mille, klar, warum auch nicht. Genau, okay. Auf jeden Fall, ja, ist irgendwie eine, doch schon recht, ist eine recht kritische Sache einfach, sagen wir so. Und ich denke mir die ganze Zeit so, okay, wenn wir halt wirklich in dieser Lage sind, wo ich uns halt ein bisschen zumindest vermute, wenn wir das sind, kommen wir halt einfach unmöglich so wieder raus. Also, man kann sich das ungefähr so vorstellen. Angenommen, man hat irgendwie ein, ja, zum Beispiel ein Pendel oder einen, weiß ich nicht, irgendeine Masse einfach, okay? Einfach irgendeine Masse, die halt irgendwie da im Raum steht. Und solange die Masse in Bewegung ist, kann man die halt relativ gut bewegen. Sobald die Masse aber halt mal steht, braucht es enorm viel Energie, halt diese Masse wieder in Bewegung zu bringen. Und das ist im Prinzip halt das Problem mit der Stagflation. Eines der Probleme. Gibt viel mehr. Ich mache fast 1 Million AOE-Damage. What? Krass. Das ist auf alle Fälle ein Problem davon. Und naja, wie soll man sagen? Ich weiß nicht, ob wir aktuell in dieser Situation sind. Ich kann es nicht abschätzen. Stagflationen sind sehr schwer zu erkennen, kommen auch sehr selten vor. Nee, nicht sehr selten, aber schon relativ selten. So, wenn halt Inflation ist, weiß halt jeder, was zu tun ist, gewissermaßen. So, Geld wird halt weniger, alles wird teurer und so. Alter, geht es schnell. Das ist halt einfach ein bisschen was anderes, als wenn man halt jetzt eine Stagflation hat. Da ist halt alles sehr viel schwieriger, sehr viel komplizierter. Und bei weitem nicht so straightforward. Man hatte keine Ahnung, welche Branchen es irgendwie gut durchkommen, welche halt nicht und so. Und ich meine, ich bin im Kryptomarkt liquidiert aktuell, also ich habe das Geld rausgezogen. Wo ich auch im Nachhinein immer noch happy drüber bin. Ich habe Krypto bei 70, also bei Bitcoin bei 70k verkauft. Ich glaube, was waren das andere gerade noch? Ethereum, glaube ich, habe ich auch bei 3,5 oder so verkauft. 3,6 vielleicht, 3,7, ich weiß nicht mehr genau. Nee, so mehr als 3,5. Ich glaube, unter 3,6, 3,7. Irgendwie so ein Dreh, keine Ahnung. Viele sagen so, ah, viel zu früh und so, geht doch erst los. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin happy darüber, ich habe meinen Gewinn gemacht. Und ich kann wirklich mehr als zufrieden sein damit. Wenn es jetzt nochmal um 30% drauf geht, okay, wäre halt richtig kacke, aber ich wäre trotzdem happy eigentlich. Weil warum halt nicht? Auf jeden Fall, in Aktien bin ich halt mit meiner Mutter gemeinsam investiert. Ja, belassen wir einfach mal so bei der kurzen Version. Und ich bin mir echt nicht ganz so sicher, ob das irgendwie gerade so die beste Idee war. Weil, also die Idee war natürlich schon gut und so, klar, in Aktien investieren zu sein ist gut, sinnvoll. Problematik ist einfach nur, aktuell ist die Lage an der Börse wirklich schlecht. Könnt ihr mal nachschauen, 1. August, so retroperspektivisch. Allein der japanische Aktienindex, so das Äquivalent zum DAX, halt nur japanisch, ist heute bei minus 4,3% gewesen. Das ist total verrückt. Das ist wirklich total verrückt. Also normalerweise bewegt sich halt so ein Index um maximal 1 oder 2% mal und dann ist schon extrem viel. Und wir stehen halt aktuell da und sagen so, ja, minus 4%. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Irgendwas tut sich und ich meine, man merkt es halt schon seit längerer Zeit. Also dass mal eine Aktie, oder dass ich meine, dass große Aktien wie Nvidia halt Bewegungen von 10% oder so haben. Natürlich jeder feiert, wenn das Ding um 10% drauf geht. Aber es ist nicht normal. Diese Volatilität ist halt nicht gut und auch nicht normal. Weder im positiven noch im negativen Sinne. Ich meine, solange es positiv ist, sind alle happy. Aber wenn halt innerhalb von eineinhalb Wochen die Aktie dreimal oder sogar viermal einen Verlust von 6, 7, 8% hat, dann merken halt die Leute so, okay, nicht so gut. Und naja, es sind halt eben ganz viele Aktien, die aktuell wirklich richtig abschmieren. Deswegen, ja, ist echt eine ganz schwierige Sache irgendwie. Und ich sehe gerade irgendwie schon so ein bisschen das Ende von diesem ganzen Bullrun hier gekommen. Ich meine, auch so die anderen
Indikatoren zeigen halt schon so ein bisschen auf Krise aktuell. Ich bin jetzt kein Shortseller oder so, kein Crash-Prophet, aber ich meine, ich kenne die Zeichen aus dem Kryptomarkt, kann man nicht eins zu eins übertragen. Aber was ich halt so sehe und was ich halt eben weiß, überhitzter Markt, große Abverkäufe, große Einbußen, branchenweit. Man kennt es alles aus dem Kryptomarkt, das ist nichts Neues. Und insofern, yay, der Flap. Insofern bin ich da schon echt ein bisschen skeptisch. Und ich weiß halt wirklich nicht, ob das aktuell wirklich so. Ach nein, warum ist das Link? Junge, kick mich doch nicht aus der Party. Was hast du für ein Problem? Aber ist die Party weg? Krieg ich jetzt weniger XP, wenn ich da drin bin? Vielleicht gehe ich mal noch mit dem Ringmaster rein oder so. Jona, da ist die Party. Okay. Naja, ich will es euch auch gar nicht so arg viel mehr nerven damit. Ich bin aktuell, wie gesagt, einfach nur so ein bisschen am Überlegen und ein bisschen am am Planen irgendwie auch. Ich weiß es nicht. Also mich würde es echt mal interessieren. Natürlich würde es mich interessieren, was ihr jetzt gerade macht, die Leute die, unter euch, die in Aktien investiert sind. Andererseits, das Video kommt viel zu spät. Aber trotzdem ist es sehr interessant, wie die Lage am Markt ist in der Zukunft. Oh. Das wird definitiv interessant werden. Und interessant sein, sagen wir so. Ach, ich mach zu wenig Schaden, verdammt. Nein, ich habe keine Imperial Crusher mehr. Shit. Item Crafting. Ja, davon brauchen wir mal so eine ganze Menge. Wie viel XP geben die eigentlich? Ich mach eine Million Dot. Holy shit, krass. $1,500,000 mit dem Scale, okay, krass. 11,29%. Okay, gar nicht schlecht. Ich überlege gerade auch schon, ob ich zu den nächsten direkt gehe, weil wir haben jetzt, also wir könnten jetzt zum neuen Level drüber gehen. Zu den 45ern. Andererseits allerdings ist es auch schon ein bisschen sehr gewagt irgendwie. Ich will halt nicht so krass auf die Fresse kriegen und sterben und so, ist wieder auch ineffizient. Ich glaube, wir warten noch ein Level oder so. Genau. Naja, ich beende erstmal die Folge. Danke fürs Zuschauen und gleich nach dem AOE zumindest. Bis zum nächsten Mal.